Ja, jetzt sind wir fertig hier mit dem Ausladen und die Kräfte haben nachgelassen. Und genau, jetzt kommt das zweite Fahrzeug noch raus. Und dann ist der Container leer. Genau, Gott sei Dank waren viele Helfer da auch gewesen, die helfen haben können. Und ja, ist alles ausgeladen soweit. Genau, das waren früher mal die Stühle von der FEG in Fürth, da wo wir daneben hier wohnen. Und genau, jetzt ist jeder Markt voll. Ja, beginnt gleich der Flohmarkt und die Geschäftsleute schauen, was sie brauchen und ja, mitnehmen können. Wir wünschen Gottes reichen Segen. Wir können einfach erkennen, ja, wie wir einkaufen können. Das ist manches einfacher, aber ja, es gibt kaum Industrie- und Elektrogeräte. Darum sind auch solche Maschinen wie hier, die ja was malen und mixen, ja, einfach wertvoll. Von daher, die Dinge wegzuschmeißen, ist echt wirklich manchmal schade, weil es hier gebraucht wird. Ob das eine Matratze ist, könnt ihr auch hier anschauen. Ja, manches kommt bei uns in Container rein, aber es gibt viele, die keine Matratzen hier haben. Ich habe es auch in Rumänien schon gezeigt auf dem Video, wo wir bei Familie waren, die auf keiner Matratze schlafen. Von daher, wenn ihr das Video anschaut und eine neue Matratzen besorgt oder auch Elektrogeräte, dann ihr könnt einfach fragen, wo das noch gebraucht wird oder in welche Länder, dass es noch sinnvoll aufgehoben ist, dass es nicht nur ja, eingeschmolzen wird und für Schrott verarbeitet. Genau. Ja, das wünschen wir Ihnen, dankbar umzugehen mit den Dingen, die Gott uns schenkt. Ja, niemand kann was dafür, in welchem Land er geboren ist. Wenn wir in Burkina Faso geboren wären, dann würden wir uns genauso freuen, wenn wir ordentliche Matratze hätten. Von daher wünschen wir euch Gottes reichen Segen, wer Jesus Christus hat. Ja, der hat das Leben. Jetzt kommt, glaube ich, gleich das zweite Auto raus. Alles Gute. Shalom.